So, nun langsam mal vor. Der Dodge ist weg, die Stretch-Limo kann kommen. Sehr schön. So, nun muss er natürlich möglichst versuchen, in großen Radius zu fahren, dass wir das Auto auch in die Länge gerade reinkriegen. Denn hier haben wir keine Einweispalette, wie wir sonst in den Waschstraßen haben. Kurze Lagebesprechung, bevor das Auto in die Halle fährt. Jetzt muss es. So, schönen Tag. Ja, musst du waschen, denn ich muss zum nächsten Kunden. Ja, wir werden das auch gleich versuchen. Ist für uns zwar das erste Mal. Wir müssen mit der Länge auch sehen, wie wir das hinkriegen. Ja, das aber wir werden uns gleich Mühe das geben. Wir ja? Also ein bisschen kann man arrangieren, das ist nicht okay. Tragisch. Also Andy, wichtig ist, dass wir das Auto gerade in die Kette reinkriegen. Weil wir sonst bei einer Einweispalette ist kein Problem, dann rutscht die hintere Achse rüber. Hier kann sein, dass wir erstmal noch mal ein Stück vorfahren müssen und dann wieder gerade zurück. Im Zweifel kriege ich es über die Kante drüber weg. Weg, ja. Also du weist ihn mal ein. Das ist mir am liebsten jetzt, ja? Gut, okay. Danke. Wir müssen ja unmittelbar nach dem Waschen dann direkt zum Kunden. Und das ist dann schwierig. Dann muss es also wirklich tipptopp sein. Und insofern ist das wirklich ein Problem. Und deswegen wollen wir das mal ausprobieren, ob das klappt hier, ob das richtig gut ist. Wir werden mal versuchen. Also Sie sind da schon ein bisschen kritisch. Pingelig? Kann man kritisch steigern? Pingelig. Zentimeter für Zentimeter schiebt sich die Limousine in die Waschhalle. Jetzt nur nirgendwo an Ecken. Jetzt einfach gerade. Genau. Noch zweimal vor und zurück, dann steht das Fahrzeug in der richtigen Position. Wunderbar. Ja? So, hier müssen wir natürlich aufpassen, wir haben ein Lederdach, ne? Ja. Also es hat sich nicht allzu sehr aufgehitzt, aber das Lederdach ist wirklich sehr sensibel zu waschen. Also das ist ja schon eine Waschstraße gewesen, normal mit Shampoo und Schaum. Ja? Alles klar. So, wir bereiten das Auto schon mal vor, Sie können so lange Kaffee trinken gehen. Ich weiß, wie viele Leute wir jetzt hier das Auto waschen, aber ich weiß, wo wir alle waschen, wo wir anfangen, wo wir aufhören. Das ist ja nun mal ein sehr langes Auto. Wenn ich jetzt anfange nur zu zweit und ich wasche nur bis zur Mitte und sage, okay, ich bin jetzt fertig, gehe weiter, dass die Chemie hier schon anfängt zu trocknen. Und dann muss man wieder rufen mit Chemie. Deswegen entweder ganz schnell waschen, denke ich, entweder ganz schnell durchwaschen oder viele Leute waschen. Aber Hälfte, Hälfte waschen würde ich den nicht. Würden einmal durchziehen, fertig. Los, jetzt müssen wir zeigen, was wir können. Ran! Bei so viel Blech müssen viele Hände anpacken. Sina Sturm ist extra aus Tegel gekommen, um das Waschteam zu verstärken. Damit das edle Auto anschließend heil durch das Trocknungsgebläse kommt, ergreift Roland Muder besondere Sicherheitsvorkehrungen. Sina, setz dich rein. Es geht ja nur, dass wenn was ist. Du musst aber nicht fahren. Nein, du brauchst nicht fahren. Gut, dann setz dich rein. So. Ich hab meine Brille auf. Bleib mal drinnen gleich. Ein einmaliges Erlebnis für Sina. Sie genießt die kurze und exklusive Fahrt, während ihre Kollegen draußen am Putzen sind. Ein sehr weicher, bequemer Sitz. Was? Nicht? Habe ich noch nie gesehen. Ein Auto ohne Beifahrersitz. So. Jetzt noch die Innenreinigung. Zur Abwechslung schwingt Sina mal den Staubsaugerschlauch. Für die nächsten Gäste muss alles picobello sein. Darum muss auch der Innenraum glänzen. Sina macht sich so ihre Gedanken, welcher Promi hier schon auf der Couch saß. Da macht das Saugen gleich doppelt so viel Spaß. Eine Limousine habe ich selber persönlich noch nie von innen gesehen. Ich schweige denn, durfte saugen oder waschen. Finde ich viel spannender, weil wir auch VIPs und etc. hier schon drin saßen. Das ist ja finde ich spannender als ein Fahrrad hier. Für mich. Als Frau vielleicht eventuell. Ja, das war wirklich relativ unkompliziert. Und wenn der Wunsch ist, am besten immer 10 vor 8 jeden Tag, bevor das hier losgeht, wenn mal sowas sein sollte, anrufen, überhaupt kein Thema, und dann wird er durchgeschoben. Gut. Ja? Geschafft. 8,5 Meter handgewaschenes Auto verlassen die Anlage. Zurück in Spandau. Eine Kleinfamilie fährt in die SB-Box. Durch die normale Waschstraße kann dieses Fahrzeug nicht fahren. Ich glaube einfach, dass er dazu zu alt ist und einfach zu nass wird von innen. Er ist nicht mehr so dicht und deswegen muss man ein bisschen aufpassen. Und hier, Vater!
Ja, wir haben es mal probiert, dann waren die Sitze nass. Und deswegen machen wir das nicht mehr. Die Familie wäscht selten, dafür aber mit viel Schaum. Wir können heute den ganzen Tag für uns ausprobieren. Und da er nicht drauf geachtet hat, wie viel Geld er wechselt, muss er da gleich für 10 Euro gewechselt. Wir können jetzt putzen, so viel wollen. Doch die Frau ist skeptisch, ob das Auto das auch aushält. Ich habe Angst, wenn zu wenig Dreck dran ist, dann fällt er auseinander. Dann wird er von ein bisschen zusammengehalten. Er ist ja nicht mehr der Jüngste. Der Ehemann träumt vom schicken Neuwagen. Seine Frau sieht das ganz praktisch. Schön, ein neues Auto zu haben, ist auch ein Gebrauchsgegenstand. Und, da geht unsere Meinung auseinander. Wenn ich einen Neuwagen hätte, ich würde ihn nur wieder. Weil es ist ja gerade das Schöne, wenn er neu ist, immer schön blitzblank, sauber ist. Aber bei dem Wagen hier, naja. Den Wagen, den ich haben will, der kostet ein bisschen. Und den gibt es hier auch, glaube ich, gar nicht. Den müsste man aus Amerika einfliegen lassen dann. Ein Ford Mustang GT 500, ein Shelby GT, also schon anständiger Wagen. Da hat die Ehegattin aber noch ein Wörtchen mitzureden. Ja, da ich auch den Führerschein habe und er nicht, ist das irgendwie ganz naheliegend, ich muss es ja fahren. Schnell ist der Gatte auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt.